Guten Morgen. Frei sprechen. Das ist ein Ding, wo einige Nachholbedarf haben. Und das ist ein Ding, wo ich sage, hey, da lohnt sich das immer, gerade als YouTuber, wenn man da, auch wenn man denkt, dass man selber vielleicht ganz gut frei sprechen kann, dass man da einfach mal schaut, ob man da vielleicht nach der einen oder anderen Ecke etwas justieren kann und vielleicht noch was dazulernen kann. Und deshalb habe ich das Buch von Michael Rossier, Freisprechen, mit durchgelesen und möchte euch das heute vorstellen. Der Aufbau des Buches ist ja relativ chronologisch gemessen an dem, was man in einer freien Rede quasi auch absolvieren muss. Da gibt es die Vorbereitung, also wie man so eine Rede vorbereitet, und dann gibt es eben auch die kurz vorm Auftrittssituation, wo es dann eben auch darum geht, dass man nochmal entspannt oder dass man nervös ist, und dann gibt es den Vortrag an sich oder die Moderation, wo man auch unterteilen kann in die Körpersprache und in das, was man sagt, und ja, und das ist so dann die grobe Gliederung. Und dann gibt es natürlich noch die Nachbereitung und ja, was man vielleicht üben kann. Aber ja, im Großen und Ganzen ist eigentlich so Vorbereitung, kurz vorm Auftritt und der Auftritt an sich, so die Kernelemente des Buches. Und ja, der Michael Rossier hat eine sehr, sehr klare Sprache, eine sehr, sehr, also sehr gut zu lesende, für alle möglichen Bildungsniveaus gut zu erfassende und ich würde schon sagen, eine sehr rustikale Sprache, sehr umgangssprachlich, was das sehr menschlich macht und was ich persönlich sehr, sehr angenehm empfinde. Er verwendet in seinem Buch kurze Sätze, so wie auch bei einer Sprache mögliche Verschachtelungen nicht so häufig vorkommen sollten. Also er nutzt selbst in dem Buch, obwohl er auch dazu Stellung nimmt, dass ein Buch und das Geschriebene etwas anderes ist als das Gesprochene, so schafft er es trotzdem, einige Dinge, bewusst oder unbewusst, auch quasi zu präsentieren, wo er theoretisch sagt, das ist gut. Also sein Buch besteht eben aus ganz einfachen Sätzen. Und naja, das finde ich persönlich auch extrem angenehm, weil das für mich gleichzeitig auch Inspiration ist, als jemand, der gerne in seinen Sätzen verschachtelt und der gerne einfach den Satz nie enden lässt, sondern es geht immer weiter, dass ich da ein bisschen Inspiration bekomme, da mich vielleicht manchmal kürzer zu fassen, prägnanter zu sein. Und das ist eine Sache, wo mich das Buch sehr inspiriert. Ich weiß nicht, ob ich es in dem Video jetzt schon schaffe. Er spricht verschiedene Tools an. Ein Tool beleuchtet er etwas intensiver, das ist das Mindmapping. Ist er bei mir genau an der richtigen Adresse. Er nennt das System etwas anderes. Er nennt das Sternsystem. Er hat ein Thema und vielleicht habe ich hier gerade was rumliegen. Ne, gerade nicht. Er hat ein Grundthema und dann hat er gewisse Sachen, was er dann ansprechen möchte. Und das hat er wie so in dem Stern drumherum gebastelt und du kannst dann in deinem Vortrag einfach den Stern nehmen, dann den Stern nehmen. Also die Reihenfolge, die ist halt nicht vorgegeben, sondern du kannst halt, was gerade passt, dich daraus bedienen. Das stellt er vor, das Tool, und das ist sehr, sehr sinnvoll. Ich nutze das selber, Mindmapping. Ich habe dazu ja auch schon ein Video gemacht zu Mindmapping-Büchern. Und in Verbindung mit Sketchnotes, also mit Visualisierungen, ist das ein wunderbares Tool, auch für die freie Rede. Er spricht auch viel über das Reden an sich, allerdings eher berichterstattend. Er zeigt, wie die Tonmelodie einen Einfluss hat auf das, was man sagt. Er zeigt Fehler auf, wie viele auch Nachrichtenmoderatoren und Ansager halt in gewisse Fettnäpfchen treten oder ein Konzept zu weit treiben. Er hat ein wahnsinnig großes Archiv an Tonbeispielen, was man runterladen kann, wenn man sich das Buch kauft. Und das sind, glaube ich, 61 Hörbeispiele mit über 200 Megabyte an ja, MP3-Datenvolumen. Und das ist natürlich sehr, sehr gut, weil wenn man hört, okay, die Daten
die Daten, die Sprachmelodie ist so, dass man am Anfang hoch ist und dann runter, da muss man erstmal nachdenken. Aber wenn dann jemand so spricht, dass er immer wieder am Ende des Satzes nach oben geht, um besonders hervorzuheben und das ständig macht, dann hört man das und dann erinnert einen das sofort an ja, gewisse Menschen, an gewisse Moderatoren. Und das ist sehr, sehr schön, also sehr, sehr praktisch relevant. Es ist auch ein Mann aus der Praxis, er ist selber Sprechertrainer, war früher Schauspieler. Man erkennt das wunderbar, wenn er andere Menschen, andere, wie zum Beispiel Moderatoren, ich will sagen parodiert, aber nachahmt, wie sie sprechen, dass er auch ein sehr schauspielerisches Talent hat. Das Buch ist teilweise auch sehr humorvoll. Allerdings, es ist immer an der Grenze, dazu überheblich zu sein, sich über andere lustig zu machen. Und das sorgt schon etwas für ein bisschen Distanz, zumindest aus meiner Sicht. Aber das liegt auch nur daran, weil ich selber das für mich auch als Thema habe. Ich bemühe mich in meinen Videos immer diese Arroganz, die man hat, weil man etwas weiß, was vielleicht andere nicht wissen, weil man ein Leben voller Zufriedenheit führt, was andere nicht führen, wo man dann sagt, hey, ich kann was besser als du, ich kann dir was sagen. Dass man das trotzdem dann irgendwie, dass es so durchscheint und dass da eben keine gemeinsame Schwingung erschaffen wird, sondern der andere sich unangenehm berührt davon fühlt, dass der andere denkt, er ist etwas Besseres. Auch wenn er in dem Punkt etwas Besseres ist. Und das ist halt ein Thema von mir. Und deswegen fällt mir das auch bei ihm auf und ja, finde ich durchaus negativ zu beurteilen. Die Tipps, die er sagt, und das sind wirklich ein Shitload an Tipps, also es ist wirklich sehr, sehr viele Informationen, kurz und knackig, nicht so ausufernd, extrem viele Tipps, sind eigentlich ganz leicht zu lernen, aber all das in sich zu behalten und das auch anzuwenden, das dauert seine Zeit. Also quasi easy to learn and a lifetime to master, frei sprechen. Und das muss man wissen. Aber das Gute ist, man hat das Buch, kann immer mal wieder reinschlagen und immer wieder sich mit dem Thema beschäftigen. Das ist auch durchaus ein Arbeitsbuch. Und das finde ich schon sehr, sehr gut. Was ich auch sehr gut finde, ist, dass an jedem Kapitel am Ende eine Art Zusammenfassung präsentiert wird. Kurz und knackig. Zusammenfassung erstens, zweitens, drittens. Ein kurzer Satz. Wunderbar, wenn man mal einfach schnell nachlesen will. Zum Beispiel Umgang mit Kritik. Scrollt in das Kapitel, wenn man das E-Book hat oder wenn man das Hardbuch hat, das wird als E-Book und als E-Book, als auch als Hardbuch, als Hardcover angeboten. Und ja, da sieht man dann Umgang mit Kritik. Aha, erstens, zweitens, drittens. Das ist die Meinung von Michael Rossier und dann kann man ja selber schauen, wie weit man das annimmt oder nicht. Von daher wunderbar am Ende jedes Kapitels eine Zusammenfassung. Ja, ansonsten kann ich sagen, für YouTuber ist das Buch, sage ich mal, durchaus auch interessant, aber es ist natürlich in erster Linie für Menschen, die vor großen Zuschauermengen sprechen, gedacht. Und nur in zweiter Linie für YouTuber oder Fernsehmoderatoren. Das sollte man halt einfach wissen, weil einige Tipps einfach nicht umsetzbar sind für YouTuber. Das ist auch das, wo ich persönlich jetzt sage, das Buch ist jetzt für mich nicht ganz so relevant, wie ich das erhofft habe und deshalb muss ich auch sagen, bin ich nicht enttäuscht, aber naja, ist halt einfach schade, dass es halt so ist, wie es ist. Das sollte man einfach wissen, wenn man sich das Buch kauft. Allerdings kann man trotzdem sehr, sehr viel mitnehmen. Da ich allerdings zu dem Thema frei sprechen und generell sprechen schon sehr viele Bücher gelesen habe und auch rezensiert habe auf diesem Kanal, ist es doch so, dass ja, jetzt dass ich das Buch nicht für den Preis kaufen würde. Der Preis, das muss man sagen, ist echt hoch. 40 Euro kostet das Buch. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Jeder hat ja ein anderes Budget zur Verfügung. Ich finde, es ist sehr, sehr teuer für so ein Buch. Wenn man noch kein Buch zum Thema hat, dann mag das vielleicht gerechtfertigt sein. Ansonsten gibt es für mich bei dem Preis auch durchaus einen Abzug. Also ich hätte dem Buch bestimmt 5 Sterne gegeben, aber dadurch, dass ja, 40 Euro mir einfach wirklich viel zu viel erscheinen, kann ich sagen, ist für mich das Buch eben ja, nicht bedingungslos zu empfehlen für andere Menschen. Und was auch noch dazu kommt, dass in dem Buch, im Gegensatz zu den anderen beiden Büchern, die ich als letztes zum Thema frei sprechen oder generell sprechen vorgestellt habe, dass keine konkrete Sprecherziehung enthalten ist. Das heißt, wie man Vokale ausspricht oder wie man vielleicht seinen Dialekt verliert, wie man gewisse Dinge trainieren kann, sowas ist in dem Buch nicht
enthalten, sondern da geht es halt tatsächlich eher um eine Metaebene. Wie begeistert man die Leute? Wie baut man Spannung auf? Wie führt man ein Gespräch? Wie führt man ein Interview? Was ist der Einstieg in eine Rede? Wie moderiert man gut? Was ist, wenn man einen Blackout hat? Und solche Dinge. Also es ist nicht ganz so konkret und also schon konkret, aber was das Sprechen an sich angeht, ist halt kein Sprechtraining enthalten. Man geht so ein bisschen auf die Stimmmelodie ein und solche Dinge, aber ja, ich persönlich finde das bei anderen Büchern besser gelöst. Ich hatte schon gesagt, jetzt 4 Sterne gebe ich für das Buch. Es sind, glaube ich, 200 Seiten das Buch. Und ja, von daher, man es steht und fällt mit dem eigenen Budget. Ich finde das zu teuer für den Preis und deswegen sage ich persönlich für mich 4 Sterne. Wer das Geld hat und unbedingt ein Buch braucht zum Freisprechen, kann ich das Buch absolut empfehlen. Von daher 4 Sterne. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wünsche euch viel Spaß beim Lesen oder beim Nichtlesen. Euer Christian.